1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball am Montagabend. Ich bin mal wieder auf irgendeiner Raststätte zwischen Koblenz und Köln. Werde mir gleich eine dieser fiesen Aufputschgetränke kaufen, damit ich die nächsten 2 Stunden auf der Autobahn auch noch schaffe. Ich hatte eine Veranstaltung mit Wolfgang Busbach, dem Kanzler der Herzen, der Meister der Herzen mit dem Kanzler der Herzen, auf einem Flusskreuzfahrtschiff. Da wart ihr alle noch nicht, oder wahrscheinlich wart ihr da alle noch nicht, weil das ist was für Leute ab Jahrgang 52, würde ich sagen. Aber hier, ein kleines Foto. So sieht das aus. Rezeption. Sehr edel, sehr schön. Uns haben 150 Leute zugehört. Die hatten auch alle viel Spaß. Es waren Fans aller Couleur dabei. Bayern-Fans, die ein bisschen traurig waren. Schalke-Fans, die eine gewisse Euphorie ausgestrahlt haben. Ich halte das für übertrieben. Und Dortmunder, die irgendwie sauer sind auf ihre Mannschaft. Und das war dann auch im Internet ein beherrschendes Thema. Reus läuft nicht zurück beim 3:3. Und der große Held, der wunderbare Fußballer, wird jetzt im Moment da ziemlich fertig gemacht. Ja, das geht schnell heutzutage. Da bist du eine Zeit lang der Allergrößte und alle lieben dich. Und wehe, du hast leistungsmäßig ein paar Durchhänger. Und die hat er gerade, da kann man gar nicht dran vorbeischauen. Immer noch ein toller Fußballer, aber arbeitet er nach hinten mit? Nicht so richtig. Und das ist ein Problem. So, aber bis Mittwoch haben die Bayern-Fans noch Zeit zu hoffen, klar, gegen Man City. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Olaf Thon hat sich dann heute geäußert über Haaland, so nach dem Motto, es könnte sein, dass die besser sind, wenn er nicht mitspielt. Das sagen ja viele. Und das bei dieser unglaublichen Torfrequenz, die Haaland hat in England. Alle Rekorde gebrochen. Naja, Experten halt. Ja. Experte wäre ich auch gerne und würde gerne dafür bezahlt werden. Ist eigentlich der tollste Job, wenn du dich Experte nennen kannst. Sky hat mich gerade angerufen, ob ich Sonntag noch nach Freiburg fahren könnte, um Interviews zu machen. Nein, kann ich leider nicht, weil ich am Sonntag sollte ich die Interviews machen, weil ich am Sonntag eine weitere Lesung habe. Also nicht mit Ewald Lien, das war gestern. Politisch sehr interessant, genauso wie Wolfgang Busbach. Ich bin der Mann der Mitte, bitte wählt mich. Und ja, es geht nicht, kann Sonntag nicht nach Freiburg fahren. Schade, weil im Kolpinghaus Kempen stelle ich vor mein wunderbares kleines Buch, wie ich fast ein Weltstar wurde. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere da noch vorbeikommt. Es gibt noch reichlich Tickets und Bücher sowieso. Und ja, nicht böse sein, mein Instagram-Beauftragter Tobi hat ein Video von heute Abend verlangt. Das hat irgendwie nicht geklappt, aber dafür hat Emme ja ein Video geschickt, der Kaiserslautern-Fan. 2:0 gegen den HSV gewonnen und die Kaiserslautern-Fans sind sehr, sehr kreativ, wie dieses Foto hier beweist. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Das war ja mehr als ein Foto, es war eine Animation. Ja, Kaiserslautern wird trotzdem nicht aufsteigen in dieser Saison. Aber was mit dem HSV? Also ich habe es eigentlich immer gesagt, jetzt wären sie mal dran. Sie müssen auch dran sein. Wenn nicht, werden sie noch zum Zweitliga-Dino am Ende. Können sie wieder so eine Uhr aufhängen. So und so lange sind sie schon in der zweiten Liga. Tragische Geschichte. Zweite Liga interessant wie die erste Liga. Und insofern hält uns der Fußball ja ein bisschen auf Trab. Im Hintergrund RPR 1. Ich fahre weiter, habe noch ein paar Stunden, kaufe mir jetzt ein schreckliches Aufputschmittel. Aber nicht von Leipzig, sondern irgendwie ein billigeres, weil das ist ja wahnsinnig teuer. Auf der Autobahn bezahlt man, glaube ich, für eine, darf man gar nicht sagen, Dose Red Bull 0,25 Liter 4 Euro. Ey, das ist unglaublich, das sind 8 Mark. Da habe ich früher eine Stunde für arbeiten müssen. Nee, das mache ich nicht. Das ist definitiv ein falsches Preis-Leistungs-Verhältnis. So, bevor ich anfange, über Preise zu philosophieren, sage ich an der Stelle, morgen melde ich mich wieder vom Tischtennis. Dienstag Senioren-Tischtennistag in Kempen. Und ich wünsche euch einen schönen Dienstag und freut euch auf Mittwoch. Das wird interessant, glaube ich, trotzdem. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.